Dies, liebe Leute, ist die 35. Folge unseres YouTube-Kanals zum Arbeitsrecht. Mein Name ist Wolf Gefgen. Ich möchte heute etwas zu einem ganz aktuellen Thema sagen, nämlich zum Homeoffice. Das Homeoffice ist in aller Munde. Über das Homeoffice berichten also auch Anzeigenblätter, habe ich jetzt gerade hier gesehen, bei uns vor Ort. Homeoffice-Tagesplaner und dann heißt es noch von Null auf Homeoffice und eine Frau Ulrike und Andreas Dolle, also offenbar ein Ehepaar, berichten darin, über was man alles beachten muss und soll und kann beim Homeoffice. Also wäre das eine ganz lustige Geschichte, sozusagen ein Baukasten, bei dem man zusammensetzen könne, was alles im Einzelnen beim Homeoffice erforderlich ist. Und mit solchen komischen Ratschlägen und Ratgebern wird dann auch versucht, unter Arbeitnehmern Leute zu finden, die da auf irgendein Glatteis gehen. Ich warne ganz dringend vor solchen Rattenfängern, die unter dem Vorwand irgendwelcher Baukästen und Ratgebergeschichten versuchen wollen, das Thema Homeoffice den Menschen zu verklickern, obwohl ihnen jeglicher Hintergrund bei der Darstellung dieses Problems fehlt und diese Hintergrundproblematik gerade besonders wichtig ist. Ich habe in meinem Band zum Umgang mit dem Arbeitsrecht, der noch vor der Corona-Krise erschien, 2019, aufmerksam gemacht auf das Phänomen, dass Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen großes Interesse an der Durchsetzung des Homeoffices haben. Und dazu stehe ich auch nach wie vor, dass dieses Problem ganz grundsätzlich besteht. Warum besteht es das? Wir wissen, dass das Homeoffice zu einer Vereinzelung des Beschäftigten führt. Es ist eine Abweichung von der gesellschaftlichen Produktion, logischerweise. Das heißt, die gesellschaftliche Produktion, eine Vielzahl von Menschen an einem Ort produziert und arbeitet, bedeutet natürlich, dass sie insbesondere auch sich eher zusammenschließen kann und dadurch kollektiven Druck ausüben kann. Also Solidarität auf der einen Seite und gesellschaftliche Produktion und Zusammenarbeit auf der anderen Seite bedingen sich einander. Die Heimarbeit oder das Homeoffice weicht davon ganz entscheidend ab. Sie führt zu einer Vereinzelung von Beschäftigten und wir sind ja bereits in unserem Kanal in anderen Folgen, zum Beispiel in der Folge über das Thema Zielvereinbarungen, auf das Phänomen der Vereinzelung und der Individualisierung eingegangen, die eben insgesamt die Interessenvertretung der Beschäftigten erheblich erschweren und es übrigens auch den Betriebsräten wesentlich schwerer machen, jetzt noch die Interessen der Beschäftigten effektiv und kollektiv zu vertreten. Dieses Phänomen bleibt nach wie vor. Jetzt haben wir aber eine besondere Situation, dadurch, dass wir zwei Fragestellungen haben. Wir haben einmal die Frage, kann und darf und unter welchen Voraussetzungen gegebenenfalls muss der Arbeitgeber auch Heimarbeit oder Homeoffice anordnen. Und wir haben auf der anderen Seite die Frage, kann der einzelne Beschäftigte unter bestimmten Voraussetzungen wegen der Corona-Krise, wegen gesundheitlicher Gefahren und Risiken Heimarbeit verlangen. Aber über allem muss stehen, dass die sogenannte Heimarbeit, es ist eigentlich keine Heimarbeit im rechtlichen Sinne, aber dass die sogenannte Heimarbeit in Form eines Homeoffices eine große Gefahr der Entsolidarisierung unter den Beschäftigten darstellt. Das kann man nicht einfach irgendwie abhaken und dann sagen, ja, jetzt machen wir irgendwelche kleinen Voraussetzungen in einer Betriebsvereinbarung, dann kann der Betriebsrat zustimmen. Nein, ganz grundsätzlich ist es so, dass jedenfalls ohne Zustimmung der einzelnen Beschäftigten so etwas nicht gemacht werden sollte und auch grundsätzlich versucht werden sollte, wenn es irgendwie möglich ist, Homeoffice zu verhindern von Seiten der Betriebsräte. Auf der anderen Seite kann man auch daran denken, Homeoffice für einzelne Beschäftigte zu gestatten. Das ist eine ganz andere Frage, aber grundsätzlich ist Vorsicht, muss Vorsicht walten. Diese kleinen Anzeigenblätter haben nicht das Interesse, die kollektive Interessenvertretung von Beschäftigten irgendwie in den Blick zu nehmen. Deswegen ist ihnen dieses Phänomen völlig wurscht. Aber wir müssen verzeichnen, grundsätzlich festhalten, der Arbeitgeber darf solche Homeoffice-Arbeit nicht von sich aus anordnen. Es hat jetzt gerade, so gegen den Willen des einzelnen Arbeitnehmers, hat jetzt gerade das Landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg entschieden, während auf der anderen Seite das Verwaltungsgericht Berlin für Beamte dieses für zulässig erklärt hat. Aber wir sind ja nicht beim Beamtenrecht, wir sind beim Arbeitsrecht, deswegen können wir dieses Thema vernachlässigen. Jedenfalls ist es so, dass grundsätzlich das gegen den Willen der einzelnen Beschäftigten nicht angeordnet werden kann. Umgekehrt jetzt aber, ich hatte es bereits angedeutet, die besondere Situation wegen Corona, die natürlich dazu führen kann, dass Leute der Auffassung sind, dass an ihrem bisherigen Arbeitsplatz die gesundheitlichen Risiken für sie zu groß sind und damit der Arbeitsschutz und die Arbeits- und die Gesundheit des einzelnen Beschäftigten nicht mehr gewährleistet ist. In solchen Fällen kann dann die Einrichtung eines Homeoffice verlangt werden, wenn der Arbeitgeber nicht in der Lage ist, durch geeignete, wirklich geeignete und effektiv, also auch durchsetzbare Hygienemaßnahmen vor Ort am Arbeitsplatz in gleicher Weise dem Arbeitnehmerschutz zu gewähren. Also beispielsweise eine Arbeit, die mit unmittelbarem Kundenkontakt verbunden ist, bei der entsprechende Abstände nicht eingehalten werden können, ist natürlich für insbesondere Risikopatienten mit erheblichen Gefährdungen verbunden, sodass also hier beispielsweise ein ärztliches Attest dem einzelnen Beschäftigten helfen kann, nachzuweisen, jawohl, jetzt muss in meinem konkreten Fall Heimarbeit gewährt werden und der Arbeitgeber sollte auch, das andere macht eigentlich gar keinen Sinn, nicht irgendwie sagen, ja, aber in 2 Tagen musst du irgendwie da sein, weil da irgendetwas nochmal bei Organisierten besprochen werden muss und an 3 Tagen kannst du zu Hause bleiben. Das ist Unsinn. Wenn da irgendwas besprochen werden muss, dann lässt sich das auch digital machen. Wenn es an 3 Tagen möglich ist, ist es auch in 5 Tagen möglich. In einem solchen Fall, ausnahmsweise, besteht auch heute schon, eben unter den Bedingungen der jetzigen Corona-Krise, ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Homeoffice, grundsätzlich aber nicht. Das, was dort an heißer Luft gegenwärtig im Rahmen der Politik verbreitet wird, dass man also Homeoffice verlangen kann, dass es ein Recht auf Homeoffice geben soll und dass die Arbeitgeber dagegen sind, weil das also eine Katastrophe wäre und dergleichen mehr, können wir vernachlässigen. Wir haben keine gesetzliche Regelung des Homeoffices. Das ist auch wichtig, sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Wir haben gar keine gesetzliche Regelung. Wir haben vielleicht irgendwelche Regelungen in irgendwelchen Betriebsvereinbarungen, auch einige kleine, wenige Tarifverträge, aber ansonsten haben wir keine gesetzliche Regelung. Es besteht deshalb auch kein Grund, sich irgendwie durch Argumente des Arbeitgebers verblüffen zu lassen in der einen oder in der anderen Richtung, sondern man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass wir gegenwärtig dieses Phänomen gestalten, rechtsgestaltend tätig sind. Beide Seiten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und da muss man natürlich dann auch mal die Waagschale auf Seiten der Arbeitnehmer entsprechend nutzen und dort also auch die Argumente entsprechend vorbringen, um eben Arbeitnehmerinteressen zu vertreten. Das geschieht zurzeit leider nicht. Also zusammenfassend festzuhalten, grundsätzlich Vorsicht bei der Anordnung von Homeoffices. Es ist eine Entsolidarisierung, es ist eine Individualisierung, die damit verbunden ist. Es sind auch erhebliche gesundheitliche Gefahren damit verbunden. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise mag es möglicherweise sein, dass diese Art von gesundheitlichen Gefahren ausgeschaltet wird. Aber wir haben dann natürlich das Problem der Trennung von Heimarbeit zu Hausarbeit einerseits und des eigenen Lebens andererseits. Diese Trennung sind dann praktisch nicht mehr möglich. Es fließt alles irgendwie ineinander über und das ist mit erheblichem Stress auch bei den Betroffenen verbunden, sodass man also auch gesundheitliche Gefahren in diesem Zusammenhang nicht ausschließen kann. Aber auf der anderen Seite kann es individuell Sinn machen, beispielsweise vor dem Hintergrund der Corona-Krise mit entsprechenden ärztlichen Attesten, dieses durchzusetzen, weil der Arbeitgeber nicht in der Lage ist, mit entsprechenden Hygienekonzepten vor Ort angemessen auf den Schutz der Arbeitnehmer zu reagieren und diesen auch zu garantieren. In solchen Fällen also ist ein entsprechender Anspruch gegeben, sonst nicht. Vielen Dank.